dann hebt er ab und völlig losgelöst an der Erde steht das Raumschiff völlig stehen. Unglaublich, unglaublich, was der Schiedsrichter heute alles nicht gegeben hat. Stadionfreunde, bevor ich anfange zu reden, möchte ich nur sagen, nach dem Spiel habe ich bei Twitter viel gelesen, teilweise sehr viel Kritik, wegen Zweitmannschaften, und ich möchte sagen, dass ich diese Kritik total verstehe und möchte nochmal hinzufügen, ich habe teilweise zu vielen Spielern eine Bindung aufgebaut und ich freue mich einfach für die Jungs. Es war ihre Leistung in der gesamten Saison und ich freue mich einfach für die und betone nochmal, ich verstehe die ganze Kritik. Und jetzt switche ich nochmal rüber. Ganz wichtig, nach dem Spiel sind wir zum McDonald's gegangen zum Essen. Wer steht vor mir? Leo Weinkauf, und jeder, der meine Videos kennt, kennt die Geschichte mit Leo Weinkauf in Havelse. Ich wollte ihn auf jeden Fall nicht stören, und dann hat er sein Essen genommen und ging an mir vorbei und schubst mich so weg und sagt so, na? Und meinte so, warst du im Stadion? Habe ich gesagt, ja, na klar, warte mal ab morgen auf dem Blog, dann kannst du sehen. Dann haben wir gemeinsam ein Foto gemacht, auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Leo, wenn du das anschaust, Grüße gehen raus. Und jetzt viel Spaß mit dem Blog. 10.10 Uhr. Ich muss den Bus nehmen, weil bei uns ist die Haltestelle gesperrt, irgendwelche Bauarbeiten oder so, keine Ahnung. Ich muss jetzt den Bus nehmen, danach die Bahn. Ich bin ungefähr so gegen 10.50 Uhr, 10.55 Uhr Hauptbahnhof, um 11 Uhr treffen wir uns, so wie ich es richtig gehört habe. Und ja, das ist mein Outfit, so Hannover Schall ist da, Capri-Sonne habe ich mir noch gerade geholt. Und ja, wir gehen jetzt Richtung Stadion. Da kommt der Ersatzbus. E2. So, meine Bahn fährt gerade weg Richtung Hauptbahnhof. Ich bin ausgestiegen, weil Endes zurück musste nach Hause, hat irgendwas vergessen oder so. Deswegen, ich warte, als guter Kumpel warte ich auf ihn natürlich, und wir fahren dann gemeinsam zum Bahnhof. Hallo, liebe Steinerfreunde, herzlich willkommen zu Endes TV. Heute ist es soweit, der Tag des Aufstiegs, oder etwa nicht? Wir werden es in ein paar Stunden sehen. Und da kommt die Bahn, wo MDS drin sitzen soll. Mal gucken, wo er ist. Oh, ich bin noch zu warten. Hä? Bist du? Ich sehe ihn nicht. Ach. Robert ist da. Moin, und ich habe den Anschein, dass er immer größer wird. Jetzt gehen wir erstmal Edwin abholen. Er wird immer größer, ey. Das geht nicht mehr so weit herauf. Ein bisschen noch. Du bist Basketballer werden. Ja, schon immer Traum für dich. Der Zug ist da, aber wo ist Edwin? 104.
Wo? Falscher Feind! Tschüss! Wie geht's dir? Ja. Er kommt einfach mit Barca-Sachen, Junge. Ja. Der Hauptbahnhof ist so voll wie nie. Wir gehen jetzt ganz gechillt zu Fuß zum Stadion und das Wetter, wie immer, fritz weiter. Edwin, guck mal hier an der Wand, diese ganzen Graffitis, die wurden während der WM 2006 angefertigt. Wir sind mittlerweile am Stadion angekommen, jetzt gehen wir zum Westeingang. Und ich war übrigens noch nie auf der Westtribüne. Das erste Mal heute. Edwin, zeig ja, mal dein Trikot. Was hast du an? Manchester City Trikot. Boah, was? Kommt mir das wieder Kaiserslautern Flashback? Also, ich kann schon mal sagen, der Westeingang hat mich so ein bisschen an Kaiserslautern erinnert. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Ja, ich bin gleich auf die Aussicht auf jeden Fall gespannt. Erstes Mal Westtribüne. Was waren das für Treppen? Treppen des Todes. Wieder außer Atem, ne? W1 müssen wir lang. Wir sind jetzt einmal rumgegangen und sind jetzt wieder beim Nordeingang. Ich habe jetzt den Sinn überhaupt nicht verstanden, warum wir jetzt einmal rum mussten. So, wir gehen jetzt hier Nordeingang einmal durch zu unseren Plätzen. Wie gesagt, ich kapiere aber noch nicht den Sinn. Ja, wir gehen West rein, damit wir ins halbe Stadion bis zum Nordeingang gehen und dann wieder West. Schaut euch mal diesen Ausblick an und hier die Würzburger Spieler sind auch schon auf dem Platz. Erstes Mal West. Oh, schon ein ganz anderes Gefühl auf jeden Fall. 19, 20, 21. Okay, das macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Hier ist 1, hier ist 21, aber das sind unsere Plätze. Ich setze mich in die Mitte. Ja. Rechts neben mir der gefährliche Barca. Auf geht's, Hannover! Okay. Das ist voll blamier. Robert, meinst du, also guck mal, über diese Mauer komme ich ja vorbei, ne? Aber meinst du, über diese Werbebande schaffe ich es? Ja, 100%. Oder ich gebe dir das Handy. Ich renne einfach los mit deinem Handy. Nein, du hältst das Handy fest und dann springe ich darüber. Okay, können wir machen. Und du machst auch mit, ne? Nee, danke. Der bleibt hier. Du passt auf die Jacke auf. Genau, auf wichtig. Die Jacke pass ich auf. Als jemand, der am Anfang in der Süd war und dann O8 und dann O1, jetzt plötzlich. Ich habe gerade einen Würzburger Kickers. Ist das schon, anderes Gefühl, sage ich mal. Man hat hier eine ganz andere Sicht auf jeden Fall auf den Platz. Mal schauen, wie das in der nächsten Saison wird. So, übrigens, die Grüße, bei den Grüßen haben wir einige prominente Namen, die werden jetzt eingeblendet. Grüße gehen raus an Phil Neumann, Enzo Leopold, Cedric Teuchert, Udene, Endicom, Bruder, ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht, Mamin, an Luis Podolski, an Chris, an Aule auf Twitter, der mit seinen Fachbeiträgen jedes Publikum überzeugt, an Nick Kaiser und an Lennart Galeb und KK Football Visuals. Grüße gehen raus. So Leute, wichtige Info. Ich habe gerade herausgestellt, ein Kollege von mir... Herausgefunden? Ja, das ist gesendet. Der sitzt einfach da oben bei dem Würzburg-Fan. Okay, und er hat dir einfach ein Video geschickt? Ja, deswegen. Aber was sucht dein Kollege bei den Würzburgern, ey? Er ist kein neutraler Mensch. Ich mache mir die ganze Zeit voll die Gedanken, wie ich auf den Platz über die Werbebande springen kann. Und Hubert hat einfach die Idee. Einfach ein Hocker. Richtiger Einstein, ey. Nein, der Hocker ist weg. Kein Platz mehr. Wir brauchen einen neuen Plan. Egal, ich gehe so aufs Knie, du gehst auf meinen Rücken, genau. Rüber, alles und dann springe ich auf. Das hast du gegen Rostock auch gemacht. Und wir wissen ja, was am Ende dann passiert ist. Ja, bin ein bisschen abgegangen. Das Coole ist, Edwin war einmal in Hannover, da haben die gewonnen. Und Hubert war ja öfters hier und wenn Hubert neben mir saß, hat Hannover jedes Mal gewonnen.
Würzburger Torhüter kommen raus. Nordkurve ruht alle aus. Und Würzburger bejubeln ihre Torhüter. Würzburg, tut mir leid, aber heute gibt es keinen Auswärtssieg. Heute gibt es einen Aufstieg. Ja, die Spieler werden sich gerade auf. Mir ist aufgefallen, es blockt, ist bunt gemischt. Würzburger sind hier, Hannoveraner sind hier. Ein paar Spiele habe ich auch erkannt, aber ich nerv die jetzt nicht damit. Also, das Wetter wird auch immer besser. Hoffen wir mal, dass es mit dem Aufstieg heute funktionieren wird. Ob dein Kollege was geplant hat? Pyrotechnik ist Verbrechen. Kein Verbrechen. Kein Verbrechen. Ja, wir fangen mal bei Markus an. Markus, ich beobachte schon länger vor der Luft. Robert, wer ist dieser Mann, der da gerade redet? Nein, nicht Markus Mann. Markus Ehrenmann. So, hier wurde die Banne nochmal geändert. Fußballclub 1907. Würzburger Kickers. Marcel liest einmal die Aufstellung im Niedersachsenstadion vor. Grüße gehen raus. Andy! Und mit diesem siehst du jetzt gleich das Glück. Ich bin auf dem Rad. Jetzt geht's wieder los. Ist doch kein Verbrechen! Nix! Wo sind die Büros? Es merkt an den Würzburger. Büro war da, wie es aussieht, wird auch eine Kumpel bekommen. Unsere Liebe. 2 Meter Riesen, ich bin dazwischen. Kommst du noch ran? Nein. Niemals allein, gehen Hand in Hand. Zusammen sind wir groß, im Staat wie die Einfahrt. Sie danken dir, du hast uns den gegeben. Besser als der Blau, yeah! Die anderen alle reden, von Bayern oder Bremen. Wir sind immer bei dir, 96 als V. Von Bayern oder Bremen, wir sind immer bei dir, 96 als V. Immer bei dir, 96 als V. Immer bei dir, 96 HSV. Ja! Beginnt jetzt. Möge der Bessere gewinnen. Der Bessere ist heute hoffentlich Hannover 96. Sag ja. Na ja.
Kraft, der ist Braunschweiger, ey! Ey! Auf jeden Fall sei mutig. Auch von dir. Gefühlt keiner macht mit. Auf geht's! Auf geht's! Oh, egal. Wir haben erst 6 Minuten gespielt, Würzburg mit einem sehr gefährlichen Angriff, aber 96 hält gut dagegen. Aber was ich unbedingt sagen muss, die Atmosphäre ist einfach mega. Einfach unglaublich. Oh. Pyrotechnik ist doch ein Verbrechen! Wir werden dafür kämpfen! Und dann ist nochmal! Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen! Wir werden darum kämpfen! Nein! Pyrotechnik! Ein Kollege von mir ist da oben und ich muss ihm natürlich antworten. Hast du ihm einen Kuss geschenkt? Habe ich ihm einen Kuss geschenkt für das 1-0. Ein Kuss war ein Tor. Ja, wir machen es. Das ist so eine geile Stimmung für ein Viertligaspiel. Auf jeden Fall. Stimme ich dir zu. Mittlerweile wurden 33 Minuten gespielt. Hannover ist auf einem sehr guten Weg. Sollte man nicht unterschätzen. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Robert, du hast gerade gesehen, wie die rübergesprungen sind, ne? Ja.
Das machen wir in 45 Minuten. Also. Hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich. Edwin, was wird jetzt kommen? Raketen. Raketen? Da sind wir mal gespannt. Wir sind mittlerweile in der 60. Minute und es ist immer noch alles auf, aber die Fans wirklich alle brutal. Die Fans sind top. Wirklich top. Wie Flieger kann man sagen, Niveau? Auf jeden Fall. Ist top. Nein! Aber der Schiedsrichter ist flop. Der Schiedsrichter ist irgendwie heute falsch. Der ist nicht Viertligareif, der ist irgendwie Achtligareif. Sauber! Sauber! Adam! Ja! Oh! Nein! Beinahe hätten wir hier das 2:0 erlebt, aber Fußballgott sagt man, es ist noch nicht so weit. Kein Kommentar zu diesem Schiedsrichter. Einmal Blumen, wieder so. Ey, das kannst du doch nicht spielen! Das kannst du nicht geben! Elfmeter für Würzburg. Unglaublich, unglaublich. Was der Schiedsrichter heute alles nicht gegeben hat. Und dann gibt er direkt bei der ersten Möglichkeit Elfmeter für Würzburg. Schieber! Unglaublich. Heideweinkauf. Ohne Scheiße, so unverdient. Es war so unverdient, jede kleine Aktion hat mich abgerufen, aber keine kleine Aktion. Egal, wir haben noch 15 Minuten, ein Tor reicht, um in die Verlängerung zu kommen. Wir haben nur noch 9 Minuten. Liebe Fans, wenn das 1:1 bleibt, bei Würzburg aufsteigt, dann haben wir noch ein Tor gemacht, dann geht's in die Verlängerung. Es gibt Elfmeter!
schnell gerannt, ja, aber. Edwin, was sagst du dazu? Digga, ich war auf 180, es reicht langsam. Also wie gesagt, das war einfach unverdient. Das 1-1 war unverdient. Und jetzt hat er nur die Chance. Süd! Deutsche! Auf der 2-1. Magisch, einfach nur magisch. Er hat sein Leben gezogen. Schaut euch mal die ganzen gelben Karten an. 1, 2, 3, 4, 5. Jungs, Jungs. Oh! Weinkauf! Mein ganzen YouTube-Leben ist das das krasseste Spiel, was ich bis jetzt erlebt habe. Krass, krass.
die sechste gelbe Karte im Spiel. Weiter! Oh, jetzt sind die Fans wieder da! Oh, meine Stimme ist am Arsch! Die offizielle Nachspielzeit in der ersten Halbzeit der Verlängerung beträgt 3 Minuten. Wir beginnen der HSV! Wir beginnen der HSV! Wir beginnen der HSV! Spielstand nach 105 bis 4 Minuten. 3-1. Ja, sie kämpft nicht, sie kämpft nicht. Hast du deinen Kumpel noch 2 Küsse geschickt? Ja, stimmt. Schick ihn mal, jedes Tor ein Kuss. So, also 5. Zeig mal. Steilvorlage für 15 Minuten Anker, 15 Minuten. Da oben sitzt der auch bald. It's the final countdown! Ich hoffe, wir freuen uns nicht so früh! Wir sind jetzt in der zweiten Verlängerung! Nur noch 15 Minuten! Meter. Unnötig. Wir sind in der 110. Minute, Elfmeter für Würzburg. Durch 2 Elfmeter macht Würzburg 2 Tore, aber das Spiel ist immer noch nicht aus. Mit diesem Spielstand würden sie zum Elfmeterschießen gehen. Achte gelbe Karte. Die ganze Mannschaft und immer noch kein Rot. Ob wir heute noch einen Platzsturm erleben? Ich will es auch annehmen. Er auch. Ich würde mich freuen, ne? Das war's. Es gibt Elfmeterschießen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Weinkauf. Weinkauf, los.
auch von den Würzburger Kickers. Und ich bin die Nummer 9, Tim Sauser. Hab ich nicht mal gesehen, ich hab nicht geguckt. Ich kann nicht mehr reden. Hannover ist aufgestiegen in die dritte Liga. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kommentiert, macht ihr alles voll. Wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe an die Würzburger, tut es mir leid. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Hannover, niemals allein!